liebe Schüler, willkommen zum Matheunterricht. Och nein, nicht Mathe. Nichts könnte jetzt noch schlimmer werden. Zur Doppelstunde Mathe. Nein! Aber für was würde sich eine beliebte Schülerin entscheiden? Dem Lehrer zuzuhören oder ein Spiel zu spielen? Ich würde sagen, wir hören natürlich dem Lehrer zu. Unterricht. Denn unser Ziel heute wird es sein, das beliebteste Mädchen zu werden. Und was wir dabei alles für Aufgaben erledigen müssen, damit jeder uns liebt, das werden wir uns heute mal zusammen anschauen. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns heute mal zusammen in Popular Girls. Und in diesem Spiel wird unser Ziel sein, das beliebteste Mädchen aller Zeiten zu werden. Und wir müssen erstmal, okay, die Frau mit dem Mann verbinden. Dann gehört der Nagellack zum Nagellack, also der Finger. Und hier, zack, let's go für die Lippen, der Lippenstift natürlich. Easy peasy. Okay, was müssen wir als nächstes machen? Wir müssen ein Papier. Und, okay, das war wohl nichts. Das war ein Schuss im Ofen. So, wir müssen das Ganze natürlich jetzt hier perfekt treffen. Okay, achso, wir müssen das Ganze dreimal machen. Numero uno, numero dos und numero tres. Wow, okay, Volltreffer. Was auch immer das damit zu tun hat, ein beliebtes Mädchen zu werden. Aber, okay, wir müssen jetzt... Oh, okay, wir müssen jetzt unsere Freundin auswählen. Okay, oben seht ihr die Beliebtheit. Ich würde sagen, sie lehnen wir ab. Sie sieht mir ein bisschen... sie sieht aber nicht so lieb aus, muss ich sagen. So, hasta la vista. Okay, sie ist auch nicht so beliebt, muss ich sagen. Sorry. Nee, ich habe keine Zeit. Okay, sie ist auch nicht so beliebt. Okay, Freunde, wir müssen doch irgendwen annehmen, oder? Hallo? Kannst du mich mal wenigstens anschauen? Nee, sie ist die ganze Zeit am Handy. Sie nehmen wir auch nicht an, Freunde. Perfekt. Okay, es war scheiter. Eine richtige Entscheidung. Hier seht ihr, wie beliebt wir sind. Also wir sind so ungefähr ein bisschen in der Mitte, würde ich sagen. Aber das geht auf jeden Fall noch besser. Okay, wir sind in der Cafeteria angekommen. Was möchtest du essen? Vegetarisch oder Chicken? Okay, Freunde, wir lieben natürlich Tiere. Und deswegen nehmen wir das vegetarische Essen aus. Und okay, es war die gute Entscheidung. Unsere Beliebtheit steigt immer und immer mehr. Okay, was holen wir uns? Ein bisschen Brokkoli, alles klar. Eine Karotte und ein Apple. Let's go. Ja, super lecker. Das sind auf jeden Fall gut viele Vitamine. Okay, Milch, Cola oder ein Tee? Freunde, natürlich Milch trinke ich hier. Let's go. Das ist natürlich hier sehr, sehr gesund. Okay, und let's go. Das war auch die richtige Entscheidung. Noch ein Glas? Okay, alles gleich. Aber bin anscheinend sehr durstig heute. Zack, let's go. Und da haben wir unsere zwei Gläser. Wow, Milch. Und unsere Beliebtheit. Okay, sehr, sehr gut. Steigt immer und immer mehr. Okay, was? Das ist unser Freund. Und, oh mein Gott, okay. Er flirtet mit irgendwem anders oder sowas. Okay, entweder wir werfen das Essen auf ihn oder gehen weg und weinen. Freunde, ich bin nicht auf Stress aus. Ich gehe einfach weg und tschüss, tschüss. Und was? Unsere Beliebtheit ist gesunken. Okay, das war nicht gut. Warte mal, tap to slap, okay. Und jetzt, bam. Oh mein Gott, was ging jetzt ab? Wo sind wir gelandet? Wir waren gerade eben noch eine beliebte Schülerin im Matheunterricht. Auf einmal, bam, let's go. Sind wir in irgendeinem Slap-Wettbewerb. Und zack. Das gehört natürlich alles zum Sportunterricht. Nur für die Wissenschaft, Freunde. Lass uns Spiele spielen. Okay, wir sind anscheinend zu Hause angekommen. Und, oh, wir müssen... Warte mal, wir haben ein Puzzle von unserem Freund. Einfach, okay. Das war mir ein bisschen gruselig. Aber, naja, wir haben das Puzzle auf jeden Fall gelöst. Okay, finde Paare. Aber ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. So, sie hier. Zack. War hier oben. Ah, nee, okay. So, zack, zack. Okay, sie. Und wir haben das Memory auch. Das ist unser Freund. Ich glaube schon. Was habe ich hier für ein Memory-Spiel? Mir ist langweilig. Lass uns ein TikTok machen oder ein YouTube-Video aufnehmen. Freunde, meine erste Wahl ist natürlich YouTube. Let's go. Wir nehmen ein YouTube-Video aus. Und was? Unsere Beliebtheit ist nochmal gesunken? Okay, Freunde, also irgendwie klappt das Ganze nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Als nächstes müssen wir Make-up drauf machen. Okay, da würde ich sagen, so, wir haben dieses Puder hier. Let's go. So, hier noch ein bisschen. Ja, perfekt. So ein bisschen. Oh, Der Lippenstift. Ja, ich mache das nicht zum ersten Mal, sondern zum zweiten Mal. Alles gut. So, perfekt. Wir müssen natürlich super in Form aussehen. So, dass wir natürlich auch super beliebt sind hier. Zack, let's go. Noch hier die Wimpern. Let's go. Die Augenbrauen. Ja, ihr seht es, Freunde. Ich kenne mich super aus im Make-up. Und wunderbar. Fantastisch. Easy. Also, wenn uns so keiner liebt, weiß ich auch nicht. Okay, let's go. Ah, wir machen jetzt ein TikTok-Video. Yeah. Auf geht es. Schau dich das an.
Let's go. Ist ein gutes TikTok. Lass uns aufräumen. Okay, das bedeutet, unsere Beliebtheit ist jetzt gestiegen. Wir haben anscheinend einige TikTok-Follower bekommen. Und jetzt würde ich sagen, müssen wir jetzt hier alles sortieren. Okay, wir sortieren das Ganze. Pink zu Pink, würde ich sagen. Die grünen Schuhe zu den grünen und die Lederstiefel kommen zu den Lederstiefeln. Let's go. Okay, weiter geht es. Oh Gott, unser Make-up einsammeln. Hier sortieren. Zack, zack. Hier die ganzen Farben kommen dahin. Und unser Lippenstift. So, let's go. Kommt in dieses Tablett rein. Okay, wie sieht denn unser Beliebtheit aus? Wir sind ungefähr bei der Hälfte. Und willst du zu einer Party gehen? Ich liebe Partys oder ich kann es nicht tun. Freunde, natürlich, wir gehen auf die Partys. Oh, und unsere Beliebtheit ist richtig gestiegen. Let's go. Dort können wir vielleicht neue Freunde kennenlernen oder sowas, dass wir noch beliebter werden bei den Leuten. Okay, das ist gut. Und Party, komm, zeig dir deine Tanzmoves. Und wow, das sieht ja super Party aus. Achso, wir sind doch gar nicht auf der Party. Was soll ich anziehen? Ich würde sagen, okay, was haben wir hier? Okay, 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 okay. Jo, okay, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel für die Party, oder, Freunde? Wir ziehen mal sowas Basic-mäßiges an. Ja, sieht auf jeden Fall cool aus. Ist auf jeden Fall ein cooler Style. Hä? Junge! Auf einmal geht sie mit dem Outfit dahin. Was eine Party. Okay, zeigen wir ihnen, wie man tanzt oder ich fühle mich nicht wie tanzt. Natürlich, Freunde, wir zeigen alle unsere Dance Moves. Yeah, schau mich an. Let's go. Oh mein Gott. Lass uns ein paar Süßigkeiten einsammeln. Okay, Freunde, unsere Beliebtheit ist fast auf dem maximalen Level. So, zack, dann haben wir ein paar Süßigkeiten eingesammelt. Wieso auch immer sie nicht das Outfit hat, womit ich gekommen bin, was ich ausgewählt habe. Es tut mir leid. Bitte lass uns wieder zusammen sein. Flirte ich mit anderen Jungs oder werden wir ihm verzeihen? Freunde, was für dein beliebtes Mädchen zu? Ich würde sagen, eigentlich hat er keine zweite Chance verdient. Deswegen würde ich sagen, Freunde. Nein, du hast deine Chance bei mir vermasselt. Oh yeah. Okay, und wir können jetzt einen anderen Freund wählen. Okay, entweder haben wir den Nerd. Hallo, ich bin's. Dann haben wir den süßen Jungen oder hier den Mobber. Okay, ich würde sagen, komm, wir nehmen den süßen Jungen hier in der Mitte. Yeah, er hat schon eine gute Laune. Er ist schön am Tanzen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, Achtung, Leute, wir haben ja ein bisschen Cola. Eieieiei, ein bisschen hier. So ein bisschen da, ein bisschen Cola einschütteln. Leute, let's go. Ab geht es. Alle Becher. Zack, müssen jetzt hier voll bei der Party gemacht werden. Okay, perfekt. Die Becher sind voll und ich glaube, wir sind mittlerweile sehr, sehr beliebt. Okay, wir haben einen neuen Freund sogar auf der Party gefunden. Also besser geht es nicht. Let's go. Wir haben die beste Beliebtheit. Okay, sehr, sehr gut. Das bedeutet, noch besser wird es nicht. Das einzige Problem, Freunde, wir müssen diese Beliebtheit natürlich auch behalten. Das bedeutet, wir dürfen uns jetzt nicht unbeliebt machen als Mädchen. Okay, so, was haben wir jetzt? Hier, wir müssen Paare finden. Alles klar, das da rein. Ah, okay, okay. Zack, die Schuhe und die Socken. Alles in den recycelbaren Mülleimer. Okay, so auch hier alles aufräumen, Freunde. Das ist auf jeden Fall eine coole Party. Aber jetzt müssen wir natürlich wieder unsere normalen Aufgaben erledigen. So, jetzt haben wir. Alter, was ist das für eine Gummiaufladekabel? Junge, die sind ja komplett am Wackeln hier am Shaken. Die sind ja aus Gummi, die Wackelkabel. Okay, aber unser Laptop, unser Handy und unser Tablet ist erfolgreich aufgeräumt. Okay, was haben wir jetzt hier? Ah, wir müssen jetzt so ein kleines Rätsel lösen. So, natürlich, Freunde, ein Rohr. Perfekt. Das haben wir auch erfolgreich gelöst. Und okay, da sind wir wieder am Start. Was soll ich zur Schule anziehen? Okay, wir haben erstmal das hier. Das sieht mehr aus wie eine Lehrerin, oder, Freunde? Oder wir lassen sie das anziehen. Ich würde sagen, kommt drauf an, es ist warm. Ich würde sagen, es ist Sommer. Deswegen ziehen wir ihr das an. Okay, unsere Beliebtheit ist gestiegen dadurch anscheinend. Okay, let's go. Sehr, sehr gut, Freunde. Ich bin auf jeden Fall ein guter Styleberater. Und sie hat wieder was anderes angezogen. Sie hat wieder was anderes angezogen, als ich ausgewählt habe. Okay. Okay, ich kann es einfach tun oder, oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Ich würde sagen, natürlich, ich bin ein beliebtes Mädchen, kein Problem, wir schaffen es. Okay, Freunde, okay, ich bin noch aufgeregt, verdammt, aber ich habe Angst. Okay, ich finde den Unterschied bei den Weltkugeln so. Okay, oh nein, ich habe einfach irgendwo hingedrückt und da oben natürlich. Let's go, das waren die drei Fehler und das war die Arbeit? Das war die Arbeit? Ah, nee, okay, es geht weiter. Wir müssen jetzt hier zeichnen, okay. A Quadrat plus B Quadrat gehört zu Mathe, also zum Taschenrechner. Der Ball gehört zu Fitness. Dann haben wir hier oben, genau. Zack, das gehört zum Bakterium. Und dann haben wir die Schallplatte, gehört zu Musik. Zur Gitarre hier. Ab geht's. Okay, ja, okay. Das ist ein cooler Test, muss ich sagen. Okay, Beliebtheit. Unsere Beliebtheit werden wir jetzt natürlich jetzt hier erhöhen. Oh, okay, wir dürfen die Bücher nicht ein... Oh, wow, wow, wow. Okay, wir müssen jetzt hier nur die Herzen einsammeln. Oh ja, und die ganzen Likes und sowas einsammeln. Das wird jetzt hier wirklich das beliebteste Mädchen. Wir werden auf unserer Schule. Okay, mal schauen, ob wir unseren Balken voll machen können, um super beliebt zu werden. Oh ja, zack. Wir sammeln hier alle Herzen ein. Das sieht gut aus. Zack, 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 zack. Das sieht sehr, sehr gut aus. Let's go. Endspurt. Und wir haben es geschafft, Freunde. Puh, juhu. Und wieso machen wir so einen Entchentanz? Okay, ab geht es. Alle mal in den Schulbus einsteigen. Jo, jo, okay. Fantastisch. Der ganze Schulbus ist explodiert. Da steht fantastisch. Alles klar, Freunde. Yeah, da bin ich. Hallo, Bodyguard. Didi, 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 didi.
Let's go! In unserem pinken Auto cruisen wir jetzt an allen vorbei. Yo, der Schulbus ist explodiert. Wir mussten auf jeden Fall das Auto nehmen. Let's go! Aber wir haben es auf jeden Fall erfolgreich geschafft. Okay, die Temperatur zu messen. Okay, 95 ist natürlich unter 8. Warte mal, was? Also, wir haben es im Muscle. Okay, Freunde. 108 ist über 98. Okay, okay, jetzt habe ich verstanden. Wir müssen die Temperatur messen, alles klar. 94 Grad ist natürlich kleiner als 98. Okay, das bedeutet, keiner mit über 98 Grad darf rein. Okay, sammle Jungs ein. Jo, Leute, kommt alle her, kommt alle her. Alle mein Team, heute gibt es noch eine richtig große Party. Denn ich bin das beliebteste Mädchen hier. Let's go. Und okay, wir haben alle. Wir haben sie alle bekommen. Zack, yeah. Wieso sind die Jungs eigentlich gelb? Sind die von den Simpsons oder was? Okay, tap to slap. Okay, zack. Ja? Du hast mit meinem Freund geflirtet. Wie ist das? Okay, wir können wieder einen auswählen. Okay, wen haben wir hier? Den sportlichen, den schlauen oder den bad boy? Okay, ich würde sagen, wir nehmen den sportlichen. Oh ja, Freund, ich meine, wir sind auch sportlich. Wir sind ein sportliches Mädchen. Und ich glaube, das passt dann eigentlich perfekt, so einen sportlichen Jungen auszuwählen. Let's go. Okay, was haben wir jetzt hier? Jo, ich bin ready. Okay, wir müssen jetzt aufpassen. In der Mitte ist der Ball. Okay, der Ball ist links. Okay, ich habe ihn verloren. Nein, natürlich nicht. Er ist jetzt links. Was? Wow, ich habe mich jetzt richtig konzentriert. Oh, es geht weiter. Haltet schön den Ball im Auge. Nicht blinzeln. Zack, in der Mitte. Kommt noch eine Runde? Nee, okay, wir haben es geschafft. Das war ja easy. Kein Problem für das beliebteste Mädchen. Und da sind wir wieder in der Schule. Freunde, okay, das bedeutet, wir haben es wirklich geschafft. Wir haben das ganze Spiel durchgespielt. Wir sind jetzt wieder am Anfang im Matheunterricht. In der Doppelstunde Mathe. Was wäre eigentlich, wenn wir ein Spiel gespielt hätten? Okay, damit, ja, hätten wir auch machen können. Aber, Freunde, seid natürlich immer nett. Hört immer auf eure Lehrer. Seid gut im Unterricht. Und so werdet ihr auf jeden Fall natürlich auch super beliebt. Aber, Freunde, so sah jetzt auf jeden Fall das Leben als beliebtestes Mädchen der ganzen Welt aus. Es war auf jeden Fall super, super hart, muss ich sagen. Aber wir haben es wirklich geschafft, dass jeder uns geliebt hat. Und da würde ich auch sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.